Deshalb reisen sie von Peking mit dem Flieger ins Landesinnere, in die Provinz Sichuan. Das ist nicht scheiße, aber auch nicht lecker. Umso mehr freue ich mich auf das Essen in Chengdu. Sichuan-Pfeffer, viel Chili, ein Hotpot. Ja, Hotpot bin ich auch gespannt. Hotpot ist das Fondue für die Chinesen, berühmt in Chengdu. Mehr haben sie von der Stadt noch nicht gehört. Eine Metropole mitten in China mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass hier so viele Monstermetropolen einfach sind. Etwas verpeilt stapfen sie durch den Stadtteil, den ihnen der Taxifahrer als Innenstadt verkauft hat. Irgendwie haben sie es verpasst, vorab ein Hotel zu reservieren. Und jetzt haben sie keine Ahnung, wo sie schlafen sollen. 2 Stunden später landen sie an einem Ort, der zumindest irgendwie nach Hotel aussieht. Hallo. 139. One room. Two persons. One room, two persons. Yeah. So, both of us. One room, two persons. Double bed. 要几间房? Ich verstehe kein Wort, Mädchen. Mach einen Raum außenrum. 607 müssen wir gehen. Yep. Sieht allerdings so aus, als wären sie in einem Stundenhotel gelandet. Mo stört das nicht, erklärt aber die merkwürdige Situation am Empfang. Ganz in Ordnung aus. Na gut, warten wir es ab. Kondome. Ein Argument für oder gegen das Hotel? Eine Nacht nehmen wir es jetzt, oder? Dann schauen wir morgen, können wir gucken, ob wir was anderes finden. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, mein Gepäck rumzuschleppen. Immerhin schont es die Reisekasse. 16 Euro für eine Nacht. Da halten sie es schon mal in einem Stundenhotel aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein paar Stunden später sind sie auch schon wieder unterwegs. Zum größten Gewürzmarkt der Stadt. Und da ist er auch schon. Sichuan-Pfeffer. Ist das auch Sichuan-Pfeffer? Anscheinend. Irgendwie gibt es verschiedene Sorten. Ich kenne nur eine. Auf dem Markt entdecken sie grünen und roten Sichuan-Pfeffer. Zusammen mit Chili die typischen Gewürze für den chinesischen Hotpot. Die Chili-Sorten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Das ist ja die Saat. Alter Schwede, guck dir mal, wie viel Chili die auf dem Lastwagen drauf haben. Chili, ohne Ende Chili. Den Geschmack von Chili kennen die Köche. Wie schmeckt hier der Sichuan-Pfeffer? Und? Boah. Ich habe ein bisschen mehr, als den wir aus Deutschland kennen. Ja, krass. Aber der Grüne hat eine leicht bittere Note, aber sofort wie Menthol auf der Zunge wird kalt und kribbelt. You speak English? English? No English? 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 Somewhere English? No English? Genau das Richtige für die beiden Geschmacksjäger. Hannes und Mo fangen Feuer. Sie wollen unbedingt herausfinden, wie der Pfeffer richtig eingesetzt wird. Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus. How the Chinese people use this kind of pepper? For hot pot, they put it in a hot pot? Yes. Ja, für den Hot Pot braucht man eine ganze Menge davon. Put some of them in it. Just take it and put it in a hot pot, just like this? Like this. No, nein, für Hot Pots mahlen wir ihn vorher. We first people grind it. Die Jungs wollen von dem Einheimischen wissen, wo sie den besten Hotpot zu essen bekommen. Er empfiehlt ihnen den angesagtesten Laden der Stadt. Hier? Vor. Okay, thank you. Das schaut doch so unheimlich neu aus. Wie kann denn das schon der angesagteste Hotpot-Laden der Stadt sein? Der Fremde vom Markt hat sie in ein riesengroßes Einkaufszentrum geschickt. Gar nicht nach Hannes Geschmack. Boah, deine Musik! Oh.
In dem Laden namens Hot Space gibt es Hot Pot. Ja? Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Ich auch. Und da sind wir bei dem, was du noch dir erzählt hast, die ganze Urlaube. In der Zukunft ist alles nur noch Franchise. Willkommen. Ja, so ist die Zukunft. Das ist Franchise Hot Pot. Hotpot X.0 sozusagen. Denn das Gericht ist tatsächlich eine 1000 Jahre alte Tradition. Davon spüren die Köche hier nichts. In dem Kettenrestaurant stehen Fertigschälchen und Mundschutz an erster Stelle. Mal einen bestellen. Vielleicht schmeckt das ja. Keine 3 Minuten später steht eine Schüssel auf dem Tisch. La. Oh, Mo. Ist jetzt schon spicy? Nee, süß und glutamat. Oh ja. Richtig viel Glutamat. Aber ohne Ende. Mit einer undefinierbaren roten Soße. Soll wohl Chili sein. Das ist die Lade. Hot. Number one. Spicy, yeah. Ah, guck mal, hier Gehirn. Da ist ein Haar drauf, oder? Ja. Ist da ein Haar drauf? Ist ein Haar drauf, ja. Wir machen hier so ein Geschiss um die Hygiene. Dann ist ein Haar auf dem Gehirn. Von wem ist das Hirn jetzt? Was fangen wir an, mit dem Hirn oder mit dem Rind? Wir fangen erst da an, oder? Normales Fleisch, scharfes Fleisch und am Schluss das Hirn. Hotpot schmeckt traditionellerweise scharf durch die Chili und ein bisschen betäubend durch den Sichuan-Pfeffer. Kann der moderne Laden das auch so? Der Sichuan-Pfeffer kommt gut durch. Scharf ist es auch. Das ist schon wieder Weichmacher an dem Fleisch, oder? Es ist echt extrem weich, ne? Ich spüre überhaupt kein Fleisch, keine Konsistenz mehr. Es ist nur noch wie ein Schwamm eigentlich. Mürbe, ne? Wie so ein Stück Fett. Ja. Ich finde da gerade echt viel krasser, wie taub der Mund wird. Und wie kalt. Jetzt noch das Gehirn kurz garen. In den Hotpot kann alles rein. Fleisch, Fisch, Muscheln, Tofu, Gemüse.